Hallo und herzlich willkommen zurück. MJ2Die, wie gern Blut oder Blut. In meinem Kopf schwirrt dauernd One Homie Left und ich hab's wirklich mit einem Satz geschafft, mich nicht zu versprechen. Hi Gonchi. Moin Ommel, ich sehe gerade, du hast ja so eine Uniform an. Ich bin schick. Du hast sogar zwei Abzeichen hier. Wenn ja, ich du, jetzt du wüsste, hast, wie das heißen würde. Letzte Woche hast du geschimpft, ich wäre ohne Hose unterwegs. Und dann habe ich mich noch schnell mal umgezogen. So. Ja. Genau. So ist es. Workbench Hype. Wir haben eine Workbench. Die du hast was fertig. In der Hand? Ja. In der Hand. Ich würde die hier so reinsetzen. Siehst du die, wenn die hier so noch nicht gestellt ist? Wenn ich bei dir das Video gucke, ja. Okay. Ich stelle sie einfach da rein. Oh. Falsche Taste. Nein, nicht falsch umdrehen. Ich klicke sie auf den Rücken. Leg sie auf den Kopf, bitte. Fuck. Oh nein, sie steht ja richtig. Mist. Ja. Und vor allem, wir können endlich. Hey. Oh, krasser Hammer. Wir können endlich Sachen zusammenlegen. Ja, da bist du ja auch ein ganz wilder drauf. Oh, kannst du mal hier die Leiter, die du vergessen hast, ranzubauen? Nee, so kannst du nicht mit mir reden, das ist nicht wahr. Aber ich habe zufällig ein Stück Leiter dabei. Ach, Quatsch. Ja, das habe ich noch kurz vor der Aufnahme gecraftet, weil ich mich gewundert habe, wo die Leiter ist. Wir brauchen Holz. Ja, du hast dich gewundert, wo die Leiter ist. Leider hin ist, ja. Genau. Also du brauchst Holz. Wir brauchen Holz für die Spikes. Die wir noch setzen wollen, weil wir haben noch Tag 13. Noch Tag 13, ja. Ja, aber nicht mehr lang. Für gleich die großen oder die kleinen Bäume? Ja, die großen macht mehr Sinn. Aber die kleinen sind so hässlich, die mache ich erstmal weg. Ja, und vor allem unsere. Ich bin das hier so ungewohnt mit so einer. Ja, schwierigen. Sag nur. Fire-Axe. Die ist nicht doll. Die hast du gemacht, oder? Ich glaube, das ist noch eine von dir. Aber wir können ja jetzt die Sachen zusammenpacken. Das ist durchaus von Vorteil. Aber ich habe hier so eine verkrüppelte 193er, die ist echt, puh. Ich habe auch eine 193er, hey. Ja, aber die ist halt nicht mehr wirklich heil, ne? Ach. Die macht nur noch Block Damage 77. Nein. Ja. Boah. Nein. Oh. Was war das nochmal? Da war ich zu jung. Da warst du zu jung für. Aber du kennst, weißt, was ich meine, ne? Ja. Louis von Ace ist es. Nein, doch. Oh. Ja, da war ich zu klein. Ein Satz Reifen dabei. Ja, wir müssen ja. Oh, ich immer hier mit meinem B. Wir müssen ja irgendwie auch nochmal, wenn wir es. Oh. Wenn wir es schaffen, müssen wir ja auch irgendwann nochmal zum Händler, wo wir ja eigentlich mit dem Minibike hin wollen, aber wir finden ja nicht so richtig das Minibike-Rezept. Jo. Das ist ja das Problem. Waren wir nicht im Bookstore? Da waren wir schon drin, ja. Ja. Da war aber auch keins, ne? Nee. Leider nicht. Hast du nicht das letzte Mal Minibike-Book noch gehabt? Also ganz ehrlich, ich frag dich jetzt mal, ich glaube ja. Nicht gesagt, du hast ein Minibike-Book? Also ich habe auf jeden Fall nicht das Rezept. So viel steht fest. Also nicht erlernt. Das glaube ich dir nicht. Gib mal ein Minibike. Habe ich. Und? Nichts. Also halt ausgegraut. Hm. Mhm. Ich glaube es auch nicht. Ja. Dann müssen wir noch mal ein bisschen los, ne? Dann müssen wir noch mal los, leider. Das hilft wir haben aber nichts. Jetzt 13 Tage die gleiche Stadt gesehen, kann das sein? Richtig, und das ist so ein bisschen. Ja, wir sind. Haben ja einen Ausflug haben wir gemacht. Ja, wir haben ein bisschen Essen geholt beim Burger. Richtig. Bei der Burger Bar waren wir. Aber auch da haben wir ja keinen. Mir lag gerade so ein Franchise-Unternehmer. Kopf. Ja, meine Fire-Axe ist halt fast hin. Das macht jetzt gerade nicht mehr wirklich Sinn. Ich hab noch eine halbe. Ja, ich nicht, leider. Brauchen wir noch Clay für die Forge? Also ich glaube nicht, aber schaden kann es nicht, glaube ich. Ich frage den mal. Irgendwo, ne? Hier liegt Clay. Bei mir. Wir können ja so ein, zwei Stacks. Das Clay ist ja... Das braucht man schon, finde ich jetzt braucht hier. Braucht man? Ja. Sehr viel. Ja.
Aber du hast ja ruckzuck 1000 Stück zusammen, also. Ja, ich habe in meinem Solo-Player noch nicht viel Clay geschippt. Weil du? Ich, weil, du, weil so man viel, zu viel braucht. Ich bin so viel unterwegs immer. Ja, das stimmt. Ja. Ich bin ja da mehr der Nomade. Aber du hast ja schon das ein oder andere interessante Objekt ja gefunden, ne? Ja. Also ich finde das auch. Das Gefängnis durchaus lohnenswert. Das ist ja vom Grund auf schon sehr gut gesichert. Schippe ist kaputt. Problem ist nur, du hast natürlich zum Teil die Spawns auch im Haus, ne? Also im auf dem Geländer. Das befürchte ich ja. Ist zu groß, ein Ticken zu groß. So, 42 Spikes habe ich. Ich bin ja da nicht so nachtragend. Und wenn die Zombies kommen, die Horde, dann sage ich herzlich willkommen. Ich habe Apfelkuchen gebacken. Aber der reicht nicht für jeden, ne? Also stellt euch bitte nacheinander an. So werde ich das denen sagen. Ich glaube, die werden auch ein bisschen hören auf mich, weil ja kein anderer Freund da, den die haben. Und dann sollen die immer das Haus zerstören, wo du gerade bist, ne? Ja, die können es auseinandernehmen. Ich bin ja dann weg am nächsten Tag, sozusagen. Ja. So kann man das auch machen. Geht. Ich hab mir überlegt, ob ich wirklich nach dieser Horde dann, nach der 28, bin ich davor, ob ich da was baue. Ein Häuschen oder so. Nein. Oh ja. Du willst Sessa-Fan? Nein. Okay, gut. Also, ich hab's überlegt. Und, aber es ist eigentlich ein Versuch, wirklich mal ohne eigene Base, ohne Verteidigung, gucken, wie weit man kommt. Also, ja. Ohne Verteidigung bedeutet bei mir nur ein Spider-Schutz. Ja, genau. Also, den brauchst du ja. Ja, ein paar Rams und fertig. Oh. Scheiße. Ach so, ja. Hätte ich Bescheid sagen sollen? Nein, alles gut. Hier ist ja nichts weit und breit. Genau. Ja. Nee, ich hab jetzt mal. Ich hab ja Survivalist-Einstellung bei mir. Ja. Und den Rest auf normal. Macht ja nix. Oh, ja, es macht ja nichts. Das ist ja das Dumme dabei. Also ich hab ja Horde 14 gedacht, da ist ein bisschen Remedemi oder so. Nee, ist nix. Ja, und bei Horde 21 habe ich überlegt, hey, wenigstens ein Spider. Oder eine Hornisse. Richtig. Und Hornissen habe ich während der Horde gar nicht gesehen. Gar nichts, kein bisschen. Oh, ich habe einen Mining-Helm. Ja. Hat er. Ich habe einen Stein gefunden. Ich besorge noch ein bisschen Holz, ne? Ja, gerne. Haben wir ja gesagt, ne? Mach mal. Sehr gerne. Wie weit bin ich denn mit Holz? 4000 erst. 4300. Oh. Der Müll auf der Straße. Müll haben wir auch hier. Also daran soll es nicht scheinen. Nein, den scrub ich normal, aber also ich hau normal bei mir immer klein. Die Säcke. Ja. Wir haben ja im in den Chats haben wir ja geschrieben, ob das vielleicht möglich sein könnte, dass der Loot Respawn bei Null in den Müllbeuteln trotzdem da ist. Ja. Ne? Das, weil ich habe auch immer Loot Respawn aus, immer. Ja. Und habe aber trotzdem immer das Gefühl, dass ich irgendwo mit mal wieder neu bin, weil ich den Respawn trotzdem drin habe. Und das kann ja nicht sein. Also das muss irgendwie muss das so bedeuten. Du weißt? Ja, ich bin letztens auch drauf und hab gedacht, hä? Den Müllbeutel, ne? Ja. Den Müllbeutel habe ich doch schon, ne? Ja. Vor allem denn so eine offensichtlichen. Wenn das so einer irgendwo versteckt ist, dann sage ich, okay, ja. Alles klar, dann habe ich den vielleicht wirklich übersehen. Ja. Aber so einer, der mitten auf der Straße ist, der mit mal untouched ist, das kann halt nicht sein. Also. Gar nicht, ne? Nee. Eigentlich, das ist wie Betrug fast. Eben. Eben. Brauchen wir eigentlich noch irgendwelche Teile? So, mechanische Teile. Ja. Ich hab hier so einen Einkaufswagen. So einen geklauten. Also wir haben. Also Electronical Components haben wir nur 10. Ansonsten haben wir Mechanical Parts 20 und Electrical Parts 34. Okay, Electrical brauchen wir ja nicht. Ne. Du konntest ja Fire Axe und so schon recht gut, ne?
Also, es wurde mir gesagt, vor gar nicht so langer Zeit, die Achse ist ja nur 193. Die Fire-Axe, ja, und fast kaputt, das war aber eigentlich mein Haupttenor. Wenn ich mich hier auf so einen Briefkasten stelle, bin ich eigentlich geschützt? Ja. Gott sei Dank. Komm. Egal. Lauter Mist hier dabei. Ich glaube, unsere Kramkisten sind immer... Ja, geht so. Die sind gut sortiert, finde ich. Also wirklich, ganz ehrlich. Und überall ist irgendwas. Alter Schwede. Naja. Ich habe die Kohle jetzt mal zusammensortiert. Ach, guck mal, hier sind Kohle? Ja noch... Cola? Kohle. Die gute Kohle. Wie lange brauchen die Tür hier unten? Welche? Oh, auch 2,5, ne? Ist ja auch Quatsch. Kann ich auch hier oben bleiben, ne? Ich weiß nicht welche. Was brauchen wir noch fürs Minibike? Das Buch. Oh, das sind nur 300? Das ist gut. Ich bin gerade auf so einem Wohnwagen und probiere da reinzukommen. So, das ist besser. So, tschüss. Plups. Eine Couch, wie schön gemütlich. Sie sieht einladend aus mit ein paar Schimmelflecken. Der Ommel wieder bei Nacht unterwegs. Ja, was willst du machen sonst, frage ich so, ja, die Runde. Ist ja richtig, ist ja richtig. Ich täusche hier Sortierung vor. Was haben wir Essen? Food zu Hause? Nein. Irgendwas? Oh, das Nein. ist aber. Das ist doch schon. Könnte sein. Aber, oh, wir haben tatsächlich nicht viel Fleisch. Wir haben tatsächlich nur zweimal Fleisch, was ich gleich verarbeite. Haben wir nicht am Anfang der Runde gerade gesagt, wir waren Fleisch holen? Ja. Das hat uns doch irgendeiner geklaut. Ich frage ja nur. So anders kann ich mir das nicht vorstellen. Irgendeiner. Oh ja, ich frage hier nur. Du warst es. Das hat einer geklaut. Wir waren ja wirklich, weißt du ja, warst ja dabei. Stimmt. Jetzt, wo du sagst. Ne? Die Sortierung hier. Alter Verwalter. Ja, wir brauchen mal eine Sortiermaschine, glaube ich. Ja. Ist so. Irgendwann wird es Zeit. Eieiei. Kommt einer und sagt, hey, ich räume dir mal dein Loot auf. Ja, das hätte was. Ja. Das würde viel Zeit sparen, du. Dieses Gefühle hier. Man muss sich nicht kümmern dann, sag ich mal, ne? Hoch. Und vor allem so wie wir sortiert sind, mehrfach. So sagst du das nicht, ne? So. Also wir sind da nicht so sortiert. Das ist immer der gleiche, der so in die Kisten wirft. Nix. Also ich habe ja Beweise gesehen. Die wurden mir zugetragen. Die Wohnwagen, die hier hinten stehen, haben verschiedene Qualitäten. Ist es dir mal aufgefallen? Nee. Der graue, der hat 300. Und der blau verrostete, der hat 1000. Okay. Nee. Wahnsinn. Wusste Gibt's ja gar nicht. Na, ich komme ja nicht nein, weißt du? Okay. Da müsste ja rein theoretisch unterschiedlicher Loot drin sein. Ich bin mal gespannt. Aber ich bin eh voll jetzt gerade mit Loot. Die Geschichte. Boah, nee, das ist noch ein Scrap-Ding. Scrap-Frame. Plumps. Irgendwann plumps sich hier rein, steht ein Zombie drin. Wir sollten tatsächlich Tag 14, ja. Wir sollten wirklich Tag 14 nochmal Essen und Federn vielleicht holen. Okay. Beides nicht so sensationell vorhanden. Oh, eine Ranch. Geh einfach aufs Minibike, fahr durch die Gegend. Irgendwas erledigst du immer. Jetzt fehlt nur noch das Minibike. Hm, stimmt. Da war was. Waren sie wieder meine drei Probleme. Bist du vor der Haustür? Ach, hör auf. Im Leben nicht. Sind mir zu viele Zombies vor deiner Haustür. Ich hab da gerade was rascheln hören, glaube ich. Ach schön, vielleicht war es ein Huhn. Geh mal gucken. Da hättest du Fleisch und Federn. Das muss ein Huhn gewesen sein.
Das ist ein Huhn. Ich habe nämlich auch die... Ich habe extra die Frames nicht weggenommen, weil ich gedacht habe, naja, du wirst ja gleich nach Hause kommen. Wenn ich die wegnehme, dann gibt's wieder Mecker. Oh. Dieser Wohnwagen, glänzend poliert, hat 12.000. Okay. Ist auch nicht schlecht. Das ist echt Wahnsinn. Dann lieber das Gitter genommen, ne? Das hat nur 2.500. Genau. Hier ist es aber echt eigentlich Wahnsinn, gell? Ja. Unglaublich. Unglaublich. Jetzt leider die Bullet Casings hier lassen. Ich habe keinen Platz im Inventar. Ja, die brauchen wir ja auch nicht unbedingt. Komischen zwei Leder könnte ich mal wegschmeißen. Wie viel Bolzen hast du? Bolzen? Hm. Bei. Womit schießt du denn? Ich schieß nicht. Es ist ja keiner da, auf den ich schießen kann. Hallo. Womit möchtest du während der Horde schießen? Ich habe 203 Bolzen hier. Okay, alles klar. Gut. Weil wir haben nämlich nur auf Reserve knapp 150. Ich glaube, es kommt keiner heute. Ja, heute nicht. Doch, heute. Ja, jetzt oh, mittlerweile. Guck mal auf den Tacho, ne? Mittlerweile hast du natürlich recht. Es ist ja noch nie mal irgendeiner hier in der Nähe. Meinst du, wir haben das hier zu low eingestellt? Ja. Wir müssen was ändern. In meinem letzten Stream auch. Das ist halt so schwierig, wenn die an der Mechanik so arg rumschrauben. So? Naja. Also vorher war ja Survivalist. Also war, wenn die Horde kam, hat es ja auf jeden Fall erstmal zu tun. Ja, das stimmt. So, und das ist ja halt nicht mehr so, ne? Ja, ich finde, dass die diese, die haben ja da an der Aufteilung was geschraubt, ne? Wie viele Zombies kommen immer. Ja, genau. Dann müssen die unbedingt was geschraubt haben, denke ich mal, weil sonst wäre das nicht so, so lame, sag ich mal, ne? Ja. Du, aber wir haben ja auch nicht 1000 Möglichkeiten, wo wir hier so überall so lang können, ne? Wir, gefühlt sind wir so ein bisschen auf einer Insel hier. Okay. Das sieht so ein bisschen inselig aus. Nicht. Der Map meinst du? Ich glaube, ich traue mich mal runter. Nein. Doch. Oh. Ach, ich muss mir das abgewöhnen. Ich habe das schon 3 Wochen auf den Lippen. Nein, oh? Mhm. Ich einen Stein nicht mehr kaputt gehauen. Mein Werkzeug ist kaputt. Hast du nochmal. Nee, hab ich nochmal frisches Werkzeug für dich? Haben wir in der Forge Iron? Forge Iron? Ja, extra, ich glaube, 60 Stück oder so. Das ist gut. Das fehlt noch, 20 fehlt noch. Weil? Weil mein Werkzeug kaputt ist und deins. Ich habe meins mittlerweile repariert. Ich habe Sachen zusammengelegt. Oh, der feine Herr hat Sachen zusammengelegt. Ja. Hm. Da kennt er nichts. Klingt ja wie Wäsche zusammenlegen. Machst du sowas? Das Witzige ist, ich kriege immer die Aufgabe, dass ich das zusammenlegen soll, was ich kann. Auch nett formuliert, ne? Das sind denn so Socken, Unterwäsche, okay. Solche Sachen. Ja, ja. Das ist dann meine Aufgabe immer. Also ich lege immer zusammen, bis er irgendwann sagt, du machst es nicht richtig. Wie aufhängen, ne? Welche aufhängen auf dem Kleiderständer? Das muss und, ich. Ja, das habe ich auch immer gemacht, bis ich irgendwann mal gesagt bekommen habe, du musst diese Wäscheklammern benutzen. Ja, gut, das machen wir zum Glück beide nicht so. Also wir legen das immer rüber, da kriege ich immer nur zu hören, das muss Naht auf Naht liegen. Okay. Ja. Wir haben Probleme, ne? Oh Mann. Naja. So, was haben wir? Oh, oben die Kiste ist leer. Ja, die hab ich. Da waren nur noch 4 Teile drin oder so. Die hab ich unten in die Kramkiste gepackt. Gut. So, ich hab jede Menge Reifen. Haben wir eine Trader-Kiste? Nein, haben wir noch nicht. Ich hab eine Trader-Kiste hier. Erstmal die Kiste an der Workbench. Haben wir das schon mal drin? Oh, guten Tag. Guten Tag, der Tag.
Jetzt mal noch ein bisschen was ein. Oh. Da was aus der Hand geglitscht. Noch ein bisschen Eisen und einmal Breath und Clay habe ich noch. Das kann man noch mal ein bisschen einschmelzen. Also wir sind hier wirklich auf einer blöden Ecke, glaube ich. Also ich sammle hier gerade noch mal ein paar Nester. Okay. Tiere sehe ich hier natürlich in der Wüste, wie das so aber auch ist. Eher nicht so. Die ganzen mechanischen Teile. Oh, da, oh, guck mal hier. Kann man Reifen aneinander stacken? In der Workbench? Probier mal, ich glaube. Ja. Aber das macht nicht unbedingt Sinn. Dadurch kriegst du nicht... 104 und 133 sind 138. Genau, so. Aber kohletechnisch, wenn wir die verkaufen, wir brauchen ja nur zwei gute für uns und den Rest kann man ja verkaufen. Und die dann zusammenzulegen, macht eigentlich keinen Sinn. Also dadurch verdienst du halt nicht mehr beim Trader. Ich glaube auch, dass die Reifen... Zusammenlegen ist Quatsch. Ja. Also, du brauchst doch keine roten Reifen, glaube ich, ne? Das ist auch Quatsch. Naja, also fürs Minibike selbst ist es schon nicht verkehrt, gute zu haben, ne? Aha. Aber ich glaube, da haben wir doch. Haben wir doch lila, blaue, haben wir doch auf jeden Fall, ne? Oder? Ja, wir haben vier lila und blau und all so ein Kram. Das sollte reichen. Ja, siehst du. Warte mal. Schmeißen wir da noch ein bisschen Clay rein. Ja. Also Federn habe ich jetzt knapp 100. Das geht, aber ich sehe halt weit und breit keinen. Hier sind ja noch mehr Reifen. Ja. Wir haben sogar eine Reifenkiste. Ich dachte, an der wärst du gerade. Offensichtlich nicht. Wir haben zwei Kisten mit Reifen. Ja. Eine, da waren nur ein paar. Und eine, da waren viele. Mhm. Gut. Sei es drum. Ich glaube, wir müssen uns hier nochmal drum kümmern. Oh ja. Und dann werden wir in der nächsten Folge... Ich will ja nicht irgendwie... Clickbaiten oder so, aber... Spoiler, Spoiler, Spoiler. Ich sehe ja was, was du nicht siehst, sag ich mal. Meinst du? In der nächsten? Mhm, in der nächsten. Was willst du denn da sehen? Ich schwanke gerade... Warte mal. Ich schwanke gerade zwischen Gefängnis, Militärbasis, irgendwie sowas in diese Richtung. Ich glaube Militärbasis. Bist du eigentlich? Ja, ich hab. Guck mich mal um hier. Was so in der Nähe los ist. Ich suche ja Tiere eigentlich. Aber das werden wir alles in der nächsten Folge sehen. Okay, dann würde ich sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Genau, wenn es euch gefallen haben sollte. Was der Gonchi und der Omme hier noch so treiben, warum die Ilse mit ihrer Tasche, mit ihrer Medizintasche hier vor mir, ob sie nachher noch lebt, warte morgen. Warte morgen, wenn der Gonchi Ansage macht. Bis dann, bis Sonntag. Tschüss. Tschüss. Ilse.